Jü, da wären wir wieder. Wir hatten ein bisschen was vor. Und in den 10 Sekunden seitdem ist kein neuer Diamant gekommen. Okay. Wie Aluminium, sehr gut. 9, 18, 27. Zack, zack, zack. Das kommt schon mal raus. Zu den Sachen, die ich eben gerade in der letzten Folge gesagt habe, die ich noch gerne machen will, jetzt demnächst, kommt natürlich immer noch. Mag ich wohnen. Kommt natürlich immer noch die Standardsachen wie Smeltery entleeren und so weiter. Weil ich habe die letzte Folge das ganz schön zugemüllt. Den ganzen Biozeug hier und die Cobbles und was weiß ich. Schmeiß ich mal ein bisschen raus. Bio. Nee, Samen. Samen, Samen, Samen. Wann hier? Du. Setzling. Netherwort. Oh, das ist praktisch. Das brauchen wir noch für ein paar Sachen. Eine magische Bohne kann ja auch rein. Cobblestone kommt nach unten. Obwohl, nee, das bleibt im Inventar. Ja, okay. Wir müssen allerdings hier erstmal von Hand einen Rahmen legen. Sonst weiß das Ding nicht, wo es arbeiten soll. Also hier. Der Typ da. Also erstmal muss ich mal wieder einen Waypoint löschen. So, weil ich nicht andauernd sehen will, dass ich da gestorben bin. Und der Typ da, sobald wir jetzt hier die Blöcke hinsetzen, wird er kommen und uns holen. Deswegen müssen wir es ein bisschen vorsichtiger machen. So. So wie wir es vor 3, 4 Folgen auch gemacht haben, hier mit den Holzplattformen. Ich mache einfach so, dann habe ich einen schnelleren Zugriff. Und selbst wenn ich jetzt getroffen werden sollte, fliege ich nicht runter. So. Und dann haue ich die da hinten, diese Zwischenstücke, einfach wieder weg. So, du weg. Du weg. Ab in den Wald mit euch. So. Okay. Zu, zu. Zu, zu. So, ab jetzt können wir mit dem Stab arbeiten. Eins, zwei, drei, vier. So. Ich schmeiß mal ganz kurz 52 Oak Slabs weg. Und, ja, jetzt geht's nicht. Kann ich irgendwie. Nee. Ich würde gerne dem Stab sagen: guck nicht auf den Block, der da vor dir ist, sondern mach einfach Cobblestone. Oder benutze einfach das Material links neben dir. Das wäre echt praktisch. Also, falls es da eine Funktion gibt und ihr die kennt, bitte in den Kommentaren schreiben. Das könnte das Leben doch ein wenig vereinfachen. So. Das heißt, ich mache jetzt einfach einen Rahmen da draus, wozu ich wieder nah an den Rand muss, was nicht so schön ist. Und tierisch unheimlich. So. Okay, das müsste der Stab jetzt auffüllen können. Also zack, zack, zack. Ah, ist das schön. Also definitiv 8 Diamanten wert. So. War das jetzt hier auch alles richtig? Müsste richtig sein, ja. Wir müssen auch noch. Erstmal alles ausleuchten. Bevor ich das jetzt zwischendurch vergesse, haue ich einfach hier random ein paar Fackeln hin. So. Wir müssen alles ausleuchten. Wir müssen das hier in der Mitte noch raushauen. Wir müssen noch einen Rahmen setzen. Wobei, jetzt wo wir eh auf Cobblestone umsteigen, eventuell auch die Fences umändern. Weiß ich noch nicht ganz. Eventuell, weil es ja auch Keller ist, könnten wir auch Wände hochziehen. Weil es ist schon ein bisschen makaber, dass wir so auf fliegenden Plattformen rumhausen. Wir können wenigstens eine fliegende Festung oder so draus machen. Halt mit Wänden und Dach. Okay, Dach haben wir. Wir haben Dach und Boden, aber wir haben keine Wände. Und das ist doch ein wenig irritierend. Also mal gucken. Vielleicht können wir daraus einen richtigen Borgwürfel machen später. Mit 3 mal 3 mal 3. Also 9 Plattformen oben, 9 Plattformen in der Mitte, 9 Plattformen unten. Und dann drumherum so ein Deko-Borgwürfel. Das hätte auch was. Aber ja. Erstmal Rahmen setzen. Weg. Und ich hatte vor einigen Folgen ebenfalls erwähnt, dass wir ein anderes Metall herstellen könnten. Dieses Alumite. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Aber jetzt haben wir doch, ne? Ressourcen sehen gut aus. Selbst Diamanten purzeln unentwegt rein. Zwar nicht in Massen, aber genug, um zwischendurch damit was Tolles zu machen. Wie den Stab hier zu bauen zum Beispiel. Das heißt, das dürften wir uns auch leisten können. Du weg. Dann haben wir gleich unseren Rahmen. Sehr schön. Was hatten wir eigentlich noch mit den Plattformen hier unten geplant? Also ich wollte eine Plattform unbedingt unter der Farm haben, damit wir
den Boden einigermaßen bearbeiten können. Und damit wir auch zum Beispiel einen Planter drunter setzen können, der automatisch da immer Sachen hinsetzt. Und was hier die Baumfarm angeht. Oh. Das ist ein Secret. Habe ich ganz verdrängt. Da, praise the road. Das ist ein Roadblock. Ein Roadblock kommt von Mindfactory Reloaded. Der ist ganz garstig. Also wenn man das Haus-Level spielt, man hat ja am Anfang die Auswahl zwischen dem Haus auf so einer fliegenden Insel und die Plattform hier. Wenn man das Haus-Level spielt, jedenfalls in den früheren Versionen bei Road, dann war die Road am Rand der Hausplattform. Und wenn man darauf gegangen ist, dann hat die Road einen weggeschubst. Weil das macht die Road. Die Road katapultiert einen schnell vorwärts in eine Richtung. Das ist super, um schnell von A nach B zu kommen. Aber wenn man auf einem Skyblock ist und man schnell vorwärts bewegt wird, dann fällt man einfach nur runter. Also ist das eine Arschlochstraße. Ja. Und hier auf der Plattform wird sie halt unter den Dingens gesetzt. Unter die Plattform selber. Also so ein kleines Mini-Secret. Aber wie gesagt, die Road kann man sehr schnell selber herstellen. Es ist nicht schlimm, dass sie jetzt runtergefallen ist. Ich weiß nur nicht, ob ich sie später nutzen werde. Weil wir werden nicht so viel Fläche haben. Also klar, mit dem Zauberstab wird es jetzt ein bisschen einfacher, die Oberwelt herzustellen. Also Hügel, Dirtfelder, was auch immer. Ich weiß noch nicht genau, wie unsere Oberwelt aussieht. Also die künstliche Welt oben drauf auf unserem Würfel. Es wird auf jeden Fall einfacher sein mit dem Zauberstab, aber es ist trotzdem eine Heidenarbeit. Also ich weiß nicht, ob wir da eine Fläche generieren werden, wo es sich lohnt, solche Straßen zu bauen. Aber gucken wir mal. So, so, so. Sehr schön. Aber den Rest machen wir dann mal. Immer nur so ein kleines bisschen. Das ist mir sonst zu langweilig. Du hast noch Soul Sand? Ja, sehr gut. Du hast noch einen halben Stick Sand. Den Soul Sand können wir hier mal mit reinmopsen. Du da rein, du da rein. Mhm. Hoch. Ich höre schon wieder irgendwo eine Spinne. Keine Ahnung. Na gut. Oh, du hast fast gar nichts mehr. Du hast nur noch Platz für einmal Aluminium. Zing, zing, zing. Das Aluminium lassen wir jetzt aber drin. Und ich hätte jetzt gerne Lava. Und ich hätte gerne Obsidianblöcke. Hatte ich da nicht noch welche auf Vorrat? Ein Obsidianblock. Das könnte reichen. Hau mal rein. Und den gucke ich mal ganz kurz unter Alumite. Also es war Aluminium, es war Obsidian und es war noch irgendwas. Alumite. Da. Eisen. Eisen müssten wir noch drin haben, oder? Nö. Okay, dann Eisen. Eisen, da ist ganz viel Eisen. So, und theoretisch brauchen wir auch nur so 5, 6 Barren von Alumite. Wir brauchen einen für die Pickaxe, einen für die Axe und den Rest als Reparaturzeug später. So, Eisen kommt alles rein. Das kommt noch rein. Okay, nom nom. So. Und trotzdem hätte ich ganz gerne mehr Obsidian. Du hast ein bisschen Wasser drin, du hast ein bisschen Lava, aber du gehörst eigentlich hier zu der Maschine. Ich will an dir gar nicht rumhantieren. Das heißt, wir bauen jetzt... Oh, achso, hier geht's raus. Wir bauen jetzt noch ein Igneous Extruder. Einfach, um das zu haben. Und ich hätte gerne... Die Bestandteile von den Maschinen, die wir häufig brauchen, wie zum Beispiel die Machine Casings, davon hätte ich jetzt gerne einen richtig schönen Vorrat. Dass wir halt nicht immer wegen jeder Kleinigkeit die ganzen Rezepte neu machen müssen. Auch sowas wie Pistons. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen halben Stack Eisen. Du kannst wieder rein. Halben Stack Eisen. Aluminium. Ja, Aluminium können wir auch benutzen. Eisen, dann brauchen wir Gold. Und Glas. Yes, ja. Glas hatte ich aber ein Stack hier reingeschmissen. Also Sand, das Glas raus wird, genau. Noch irgendwo irgendwas? Ne, wir brauchen Holz.
Also, ein von dich dahin, ein von dir dahin. So. Machine Frame, 6 Stück. Du weg, du hin. 14 Machine Frames, das müsste eine Weile reichen. Sehr gut. Kommt auch erstmal wieder hier rein, aber werden wir bald brauchen. So, du kannst damit rein, Schilder können damit rein. Einmal behalte ich erstmal, du kannst damit rein. Servos hatten wir schon ein paar hergestellt. Die brauchen wir auch öfters. Die Redstone Reception Coil und die anderen Coils. Da brauchen wir einfach nur Redstone für. Und Gold halt. So, ich denke mal, 8 müssten davon erstmal reichen. Oh, nicht Gold wegschmeißen. 8 Stück davon. Wo ist das Silber? Nimm nur ein Silber. Okay, das sollten wir demnächst auch beheben. Ender, Gold, Lead, Electrum, Copper, Aluminium, Aluminium, Brass, wo ist Alumite? Hä? Mouseover. Alumite, 432 Mikrobuckets nur. Das ist wenig. Also brauchen definitiv mehr Obsidian. Ja gut, Igneous Extruder. Igneous Extruder da. Machine Frame, Glas, Tin, Servo, Pisten. Pisten, Servo, Tin, 2 Stück. Also 1, 2. So, so, so und Glas war das, glaube ich. Genau, Igneous Extruder. So, der macht uns jetzt Cobblestone oder Obsidian. Ich hätte jetzt gerne, dass er für uns durchgehend Obsidian herstellt. Das dürfte nicht. Spinne? Ach, die Plattform unter uns. Ja, nee. Das ist noch so ein Ding, was ich irgendwann angehen sollte. Ich brauche echt so eine To-Do-Liste. Obwohl das zu frustrierend werde. Bring den Turm in Ordnung. Kümmere dich um die unteren Plattformen. Bau alle Plattformen auf. Viel zu viel Arbeit. So. Du produzierst Wasser. Du produzierst Lava. Das heißt, wenn wir das Ding hier hinsetzen, wäre es ideal, ja? Direkt neben unser Bett. Warum haben wir ein Barrel neben unserem Bett und du gehst von unserem Bett runter? So. Genieke und schämlich. Also, wir bauen jetzt mal. Erstmal brauchen wir eh noch Fluidacts. Zack. Das ist ein Item Duct. Fluidact. Dich sortieren wir mal weg. Also, setzen wir dich hier mit drauf. Machen wir hier Wasser rein. Du hast ganz viel Wasser. Dann euch könnten wir so abbauen, ne? Ja. Habt ihr euch gemerkt, was drin ist? Ja, habt ihr. Das ist gut. Dann machen wir hier. Saugst du auch aus Tanks ab? Gucken wir mal. Nö. Das ist uncool. Okay. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Puffer haben als Flüssigkeitstank, aber na gut. Dann nehmen wir jetzt dich. Machen wir hier so einen schönen Durchgang zu unserem Bett. Da, da, da. So. Das ist genau falsch rum. Da müsste eigentlich Wasser sein und da Lava. Ich will mal nicht so pingelig sein. Obsidian herstellen, bitte. So, das heißt, du stellst jetzt ganz langsam ein Stack Obsidian her. Und das tust du in eine Kiste obendrauf. Das reicht erstmal eine ganze Weile, würde ich sagen. Dich dahin. Dich dahin. Weil wir brauchen hier nicht wirklich stackweise Obsidian. Wir brauchen nur ab und an für ein paar Maschinen ein bisschen was. Und das ist zu Ende. Du. Da und da. Kam da schon was raus? Ja, richtig was. Sehr schön. Also, hoch mit dir. Wir würden gerne Obsidian da reinschmeißen. Und wir brauchen, glaube ich, mehr Aluminium. 4.
Molten Aluminum, Brass, Aluminum, Copper, Tin, Lead. Aluminium könnte man noch ein bisschen was reinwerfen, ja. Die Fetzen hier zum Beispiel und das komische Grisselzeug und das da. Du. Und einer ist übrig. Du gehst da wieder rein. Raw Plastic behalten wir. Ist okay. Also wir haben gleich unser Alumite. Hoffentlich auch genug. Wir haben relativ schnell einen Obsidian-Generator hergestellt. Das, ne, war ja nicht so wirklich das Problem. Jetzt Diamanten haben. Kommt schon, das lief letzte Folge so gut. Hast mir hier zig Diamanten reingeworfen. Jetzt brauche ich Diamanten.